In dem Musical Pippin erzählen wir die Geschichte eines jungen Prinzen namens Pippin, dem Sohn von Karl dem Großen. Er hat sein Studium sehr erfolgreich beendet und nimmt sich vor, sein Leben zu etwas Besonderem zu machen und seinem Leben vollkommene Erfüllung zu geben. Er kehrt nach Hause zurück und merkt relativ schnell, dass er von seinem Vater, seiner Stiefmutter und deren Sohn nur Ablehnung und Missachtung erfährt. Also stürzt er sich in ein Abenteuer nach dem anderen, um eben genau diese Erfüllung zu finden. Er zieht in den Heiligen Krieg, er feiert Orgien, er probiert sich in Politik, Kunst, Religion, allem Möglichen aus und wird sogar zum Familienvater. Aber all das genügt ihm nicht. Und so wird er immer verzweifelter und getriebener. Aber ob er ein Getriebener seiner selbst ist oder der Getriebene einer mysteriösen Prinzipalin und ihrer Gauklertruppe, die alle seine Schritte begleitet und vielleicht sogar lenkt, muss jeder selbst herausfinden.